Schauplatz Kapuzinerberg, allerdings nicht dort, wo alle hinkommen, sofern man eine kleine Wanderung machen möchte, sondern dort, wo man normalerweise nicht hinkommt. Mitten im Kapuzinerberg befindet sich einer der Wasserhochbehälter der Salzburger AG. 60 Meter über der Stadt Salzburg, mitten im Berg, wird das Salzburger Trinkwasser gelagert. Verantwortlich dafür ist Ludwig Steiger. Hier findet gerade die Hochbehälterreinigung statt. Das ist ein Vorgang, der alle 2 Jahre durchgeführt wird. Zum einen, um den Hochbehälter zu reinigen, und zum anderen, dass auch bauliche Mängel kontrolliert werden können. Gibt es Undichtheiten, gibt es Probleme mit der Betonoberfläche? Das kann alles im Rahmen der Behälterreinigung kontrolliert werden. Circa 1 bis 1,5 Tage dauert es, bis das gesamte Wasser aus dem Kavernenhochbehälter entleert wird, und danach geht es auch schon mit der Behälterreinigung los. Diese dauert in etwa 1 bis 2 Tage. Im Rahmen der Behälterreinigung wird vor allem Sand entfernt, der sich über die Jahre am Boden ablagert. Man kann sich das so vorstellen, dass das Wasser, das über Brunnen und Quellen hierher geleitet wird, ständig durch den Boden fließt und dort Sand mittransportiert. Dieser Sand lagert sich hier im Hochbehälter ab und wird alle 2 Jahre entfernt. Das ist eine 1 Zentimeter dicke Sandschicht, die sich am Boden ablagert. Die Reinigung erfolgt völlig ohne Chemie, ohne Reinigungsmittel, also nur mit reinem Wasserdruck. Wichtig ist auch, dass der Wasserdruck nicht so hoch ist, denn sonst könnten die Betonwände des 130 Meter langen Behälters beschädigt werden. Kann es da zu Engpässen der Wasserversorgung in der Stadt Salzburg kommen? Es kommt zu keinen Engpässen. Im Hochbehälter Kapuzinerberg befinden sich 2 Wasserkammern. Währenddessen die eine gereinigt wird, ist die andere Wasserkammer in Betrieb und somit ist Redundanz gewährleistet. Nach knapp 4 Tagen ist der Hochbehälter wieder mit 25.000 Kubikmeter Wasser für die Versorgung der Stadt Salzburg gefüllt.